Infinity Ward hat wöchentlich neue Patches hochgeladen. Diese Patches hatten Größen von 30 bis 3000 GB. Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind so kurz vor dem neuen Call of Duty Black Ops Cold War. Dieser Name ist viel zu lang, um ihn jedes Mal auszusprechen. Wir sind jetzt 2 Wochen vor Release vom fertigen Game. Das heißt, wir sind auch 2 Wochen vor mehr oder weniger dem Ende von Call of Duty Modern Warfare, was jetzt ein Jahr hergehalten hat, beziehungsweise für einige das Spiel des Jahres und des Jahrhunderts ist, für andere das schlechteste Spiel aller Zeiten. In jedem Fall ist es ja jedes Jahr so, sobald das neue COD dann voll draußen ist, wandern unglaublich viele vom alten COD zum neuen COD. Wenige Ausnahmen hat es in den letzten Jahren gegeben. Ich erinnere daran, als zum Beispiel Advanced Warfare rausgekommen ist, dass gefühlt niemand Advanced Warfare gespielt hat. Als Infinite Warfare reinkam oder rauskam, hat auch in wirklich kaum einer gespielt. Dieses Jahr stelle ich mir das relativ anders vor. Ich weiß nämlich, dass sehr viele Leute auf Modern Warfare überhaupt gar keinen Bock haben. Da schließe ich mich vom ersten Tag an ein. Und viele von uns, da schließe ich mich auch wieder ein, warten sehnsüchtig auf Black Ops Cold War, auf die neuen Maps, auf den neuen Content, auf die Waffen, auf die Streaks, wie wird sich Warzone mit Black Ops Cold War verbinden und. Und ich habe mir gedacht, dass das eine perfekte Zeit ist, um einmal Revue passieren zu lassen, was hat Modern Warfare eigentlich falsch gemacht, dass so viele Leute es nicht mögen. Und es wird kein Hate-Video sein, sondern ich wollte einmal komplett zusammenfassen, was meine Auffassung dazu ist. Deshalb Leute, jetzt gerne ein Like dalassen, ein Abo dalassen, wenn ihr neu seid auf dem Kanal. 66% der Watchtime auf meinem Kanal sind von Leuten in den letzten 30 Tagen ohne Abo. Das heißt, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, aber öfter meine Videos guckt, lasst es doch gerne da, verpasst kein Video. Ihr helft mir, ihr helft, dass die Videos breiter verteilt werden. Vielen Dank in dem Fall. Let's go. Wenn man über Modern Warfare spricht und die Fehler, die dort gemacht sind, dann ist leider immer wieder das Erste, was einem einfällt, Skill-Based Matchmaking. Und wir haben so häufig drüber gesprochen und ich habe schon so häufig gesagt, egal wie schlecht wir es finden, Skill-Based Matchmaking wird, in, vor allen Dingen so strikt wie es ist, in einem gewissen Rahmen weiterhin durchgängig in den CODs bleiben. Denn 80%, 85%, 90% der Community in Call of Duty besteht nun mal aus eher Beginnern, aus Leuten, die neu anfangen, die das erste Mal COD spielen oder generell, die einfach nicht sehr gut sind. Das ist nicht beleidigend gemeint, das ist einfach so. Das ist Call of Duty und das ist es schon seit Jahren. Diese Leute werden durch Skill-Based Matchmaking natürlich geschützt. Dadurch, dass sie dann bessere Runden haben, weil sie gegen andere sehr schwache Spieler spielen, haben sie das Gefühl, dass sie besser sind, als sie vielleicht im Vergleich zu den Besseren sind, haben dadurch mehr Motivation, mehr Geld in das Spiel zu investieren und Activision, Treyarch, Infinity Ward, vor allen Dingen aber Activision, verdienen dadurch natürlich am meisten Geld. Skill-Based Matchmaking in Modern Warfare war das grausamste, was ich spielerisch je gesehen habe. Die paar Runden, die ich wirklich gespielt habe, und es waren echt nicht viele übers ganze Jahr, ihr wisst, ich habe Modern Warfare nicht mal mehr installiert, ich habe es vor langer Zeit deinstalliert, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht aus verschiedenen Gründen. Es ist das wirklich nervigste gewesen, was ich jemals hatte, und es geht mir nicht darum, dass ich nur gegen absolute Low-Bob spielen möchte, damit ich hier jeden Tag ein Video hochladen kann mit 500 Kills und einem Tod. Das ist nie meine Absicht gewesen, aber ich möchte gerne, vor allen Dingen, wenn ich mal casual spiele, das heißt, ich komme von der Arbeit, das Kind ist im Bett, ich möchte einfach mal 1-2 Stunden Spaß haben, dann ist es in Ordnung, wenn ich gegen Leute spiele, die genauso gut sind wie ich. Aber ich möchte auch Runden haben gegen Leute, die nicht so gut sind, gegen Leute, die auch mal andere Waffen probieren. Das alles war in Modern Warfare mit Skill-Based Matchmaking einfach nicht möglich. Dazu kommt ein weiteres Problem: bei striktem Skill-Based Matchmaking wird eure Priorität für eine gute Verbindung nach hinten geschoben und es werden die Leute aus den obersten Kategorien gesucht, egal wo die wohnen, wo die angeschlossen sind, die weit weg sind. Das heißt, Verbindung ist unten in der Priorität und ganz oben ist einfach nur, dass man das Matchmaking mit den Punkten, mit der KD und allem dazu hat. Grässlich, wirklich absolut grässlich, hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir müssen sehen, wie es dieses Jahr ist.
Der zweite Punkt, und da werden sich vielleicht einige von euch wundern, aber Totenstille war für mich eins der größten Probleme, beziehungsweise das Nichtvorhandensein von Totenstille, was ich in Modern Warfare zu beklagen habe. Es gab als Feldausrüstung Totenstille, das heißt, es musste sich erst aufladen und dann konnte man es für eine begrenzte Zeit nutzen, so dass die Schritte komplett leise waren. Totenstille ist im Competitive-Bereich existenziell. Manchmal in Stellung, vor allen Dingen aber in Suchen zerstören. Im öffentlichen Public Suchen zerstören ist Totenstille auch wichtig. Ich möchte nicht, dass Leute Angst haben, sich in dem Call of Duty, was ein Arcade-Shooter-Game ist, das heißt Run and Gun, Laufen, Schießen, viel Action. Modern Warfare ist sehr realistisch gewesen, was für mich nicht so viel Sinn macht, denn Call of Duty ist nicht Realismus, es ist nicht richtiger Krieg, es ist immer noch ein Fun-Game mit Waffen, wo man Spaß haben soll. Und die Leute bewegen sich natürlich automatisch weniger, weil sie wissen, ich habe keine Totenstille, man kann mich hören, wenn ich laufe, ich warte lieber hier an der Ecke. Keine Totenstille in Modern Warfare, die dauerhaft als Perk auszurüsten war, hat am Ende nur dazu gesorgt, zusammen mit den Maps, auf die wir gleich kommen, dass die Leute sich nicht bewegt haben, dass es sehr viel Gecampe war, dass wirklich es sehr anstrengend war, einfach so zu spielen. Ich hoffe wirklich, dass sie dieses Mal das Ninja-Perk, was wir im Black Ops Cold War haben, was ja ein Perk Gott sei Dank ist, noch so hoch tunen, dass die Fußschritte komplett leise sind. Ich finde, wenn ich ein Perk-Slot für Totenstille benutze und das Perk da ist, sollte es meine Fußschritte nicht nur leiser machen, sondern komplett leise. Ein weiteres Riesenproblem war in Verbindung mit den Maps, die ich grässlich fand. Das waren die mit Abstand für mich schlechtesten Maps, die ich je gespielt habe. Ich würde zwei Dinge daraus nehmen. Gunrunner, das war eine Map, wo ich sagen würde, die war nicht so schlecht. Und Hackney Yard, auch da hatte ich ein, zwei nette Runden. Vom Aufbau her waren die nicht so grausam wie die anderen. Die anderen Maps fand ich tatsächlich einfach schlecht. Ich weiß, Modern Warfare ist vor allen Dingen für die große Playerbase, ich sag mal, im unteren Skill-Bereich gemacht worden. Aber Maps, die 5, 6, 7 Ebenen haben, 800 Türen, 400 Fenster, wenn Gegner in diesen Fenstern stehen, mit dunklem Hintergrund, sieht man nicht durch das Fenster, ob da ein Gegner ist. Das alles hat dafür gesorgt, dass es unglaublich anstrengend war, wie ich finde, auf diesen Maps zu spielen. Egal, ob man sich viel oder wenig bewegt hat. Dazu kam, dass man ja auch noch eine Funktion hatte, nämlich das Mounten. Man konnte seine Waffe im Scope an den Stein rauf mounten oder also aufsetzen oder an einen Fensterbereich oder. Der Gegner war dadurch für euch, wenn ihr zum Beispiel davor standet, fast nicht zu sehen und noch schwieriger zu treffen, egal wie gut ihr aimen könnt. Gerade mit der Time to Kill in Modern Warfare, die unglaublich schnell war. Meiner Meinung nach viel zu schnell, passte aber für Modern Warfare natürlich zu dem Theme des Realismus. Das Mounten hat mich derartig genervt, dass ich in manchen Runden, die ich gespielt habe, wenn ich zwei, dreimal so getötet worden bin, von einem, der immer wieder am gleichen Headlitch in diesem Mount stand, dass ich einfach rausgegangen bin aus der Runde. Mit dem einfachen Hintergrund, dass ich da gar keine Lust drauf hatte. Ich werde auch irgendwann älter und habe dann keine Lust, die ganze Zeit zu ragen. Deswegen gehe ich dann einfach raus. Aber dieses Mounten mit den Headlitches hatte man leider in jeder Runde einfach. Dazu kommt ein Problem, was im Competitive-Bereich ein großes Problem ist und im Multiplayer-Bereich mindestens genauso. Die Spawns in Modern Warfare waren vom ersten Tag bis heute nicht nur mangelhaft, was in der Schule eine 5 ist, wovon ich Gott sei Dank bis auf in Physik und Mathe relativ selten eine bekommen habe. Es war absolut ungenügend, es war eine glatte 6. Die Spawns im Multiplayer sind absolut schrecklich gewesen. Und in Competitive hat sich das so weit hochgeschaukelt, dass zum Beispiel Scum von Chicago Huntsman ein Scrim gespielt hat. Das war auf Ramazar, diese komische Ramazar-Map da. Und die hatten Stellung gespielt. Und im Competitive-Bereich ist es wirklich gerade in Stellung ultra wichtig, dass man die Spawns abdeckt, dass man den Gegner weg von der Stellung spawnen lässt, damit man einen Vorteil hat. Chicago Huntsman hatte den gesamten Spawn abgedeckt, der direkt bei der Stellung war. Es war also unmöglich, dass der Gegner das spawnt. Und was ist passiert?
alle vier oder fünf, ich weiß nicht, vier, alle vier Gegner, die da gerade gestorben sind, sind direkt hinter denen im gleichen Spawn gespawnt und hatten plötzlich den Spawn-Vorteil, weil sie hinter denen waren und direkt die Stellung einnehmen konnten. Die Spawns waren absolute Grütze und zwar auf jeder einzelnen Map. Ein weiteres Problem, und das haben viele mitbekommen, manche haben es nicht mitbekommen, Infinity Ward hat wöchentlich neue Patches hochgeladen. Diese Patches hatten Größen von 30 bis 3000 GB. Die Playstations von ganz vielen Leuten sind so voll gewesen, nur mit diesen Patch-Updates, dass sie teilweise andere Spiele löschen mussten, damit die Sachen auf die Festplatte passen. Und zu diesen Updates gab es natürlich immer mal Änderungen von den Waffenstats, von den Perks, die sich verändert haben, wie sich Streaks verändert haben und und. Und ein gutes Entwicklerstudio schreibt Patchnotes dafür, die ich euch immer ja sehr gerne nahe bringe, weil es ja manchmal auch Patchnotes gibt, die man nicht beim ersten Mal versteht oder. Und Infinity Ward hat es über das ganze Jahr durchgängig geschafft, falsche Patchnotes zu geben, falsche Sachen anzugeben oder Dinge, die sie geändert haben, einfach wegzulassen. Das heißt, die Leute, die die Ingame-Stats bearbeiten und die Waffen-Stats und alles, scheinen nichts mit denen zu tun zu haben, die die Patchnotes nachher schreiben. Und das gab es nicht einmal oder zweimal und es war auch nicht im Versehen, sondern das ganze Jahr über gab es nicht ein einziges Update, wo die Patchnotes mit dem, was geändert wurde, gepasst haben. Das, Leute, ist absolut ungenügend, meiner Meinung nach. Natürlich können Entwickler Fehler machen und das sind riesige Studios, das sind komplexe Sachverhalte. Aber wenn ich eine Waffe habe und den Rückstoß von 100% auf 90% ändere, dann sollte das auch so, wenn ich schon Patchnotes an die Öffentlichkeit gebe, so drinne stehen. Exclusive Ace musste jedes Mal, wenn neue Updates da waren, die Patchnotes lesen, die einzelnen Dinge testen, um zu gucken, ob das wahr ist oder nicht, und hat wöchentlich ein Video hochgeladen, wo er dann die richtigen Änderungen preisgegeben hat, die die Spieler sonst selbst kaum herausgefunden hätten. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr nebenbei. Ich könnte noch ewig drüber weiterreden, aber das waren so die Hauptpunkte in Modern Warfare, die mir von Anfang an nicht gefallen haben, die ich einfach nicht gut fand. Ich kann jeden verstehen, der Interesse an dem Spiel hatte, weil es realistischer war. Es gibt Leute, die bevorzugen das. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass nur schlechte Spieler Modern Warfare gut fanden. Es wird bestimmt auch gute gegeben haben. Und ich bin mittlerweile soweit, ich akzeptiere jede Meinung. Wenn jemand sagt, Modern Warfare war das beste Game aller Zeiten, dann ist das seine Meinung und dann ist es in Ordnung. Für mich ist es eben das genaue Gegenteil. Meiner Meinung nach, um das hier abzuschließen heute, war Modern Warfare das schlechteste Call of Duty der letzten 7-8 Jahre. Und ich habe in den letzten Jahren, bis auf Advanced Warfare und Infinite Warfare, die ich vielleicht eine Stunde gespielt habe und dann gemerkt habe, okay, das ist kompletter Unsinn hier, habe ich wirklich alle CODs gespielt und Modern Warfare steht ganz oben auf der Liste von den CODs, die ich nicht vermissen werde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ich das so sagen möchte. Lasst gern ein Like da, Leute. Lasst gern ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Haut rein.